Willkommen zurück bei Rom 2 Total War, Hannibal vor den Toren, ja genau. Hier ist wieder Fabi. Und wir haben ja in der letzten Folge hier Rutubis eingenommen und haben damit jetzt weitestgehend hier unten in Nordafrika Ruhe. Also diese zwei Flotten, die hier noch vor der Küste liegen, die werden uns wahrscheinlich nicht mehr gefährlich. Solange hier diese Armee drin Wollen wir uns bleibt, denn? die können sich dann wieder regenerieren, Wie kann ich Karthago dienen? indem du in den Gewaltmarsch Bekennt gehst euch! und hier hochmarschierst Richtung Tor! Tingis. Ich bin mir Ich jetzt erwarte Weigerung. unschlüssig, ob ich hier die Mauri vertreiben will oder ob ich die am Leben lassen will. Ein bisschen Ich lebe, diffizil um unter dem Umständen. mächtigen Karthago zu dienen. Und ich überlege auch gerade, ob ich weiter so durchwaschen will hier durch die Kampagne oder ob ich nicht doch einfach mal meine Städte ein bisschen besser ausbaue, um dann eben mehr Wie Geld kann machen zu ich können pro Karthago Runde. dienen? Hier oben haben wir noch Ärger mit Rebellen, die müssen wir dann auch gleich noch ausschalten. Hier steht eine Spionenruhe. Das ist so eine komische. Vergessen, was es ist. Was haben wir denn noch so? Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt hier in der Hannibal-Kampagne, deswegen entschuldigt, wenn ich erstmal kurz gucken muss, um wieder reinzukommen. Genau, wir hatten hier oben alles eingenommen. Hannibal habe ich, glaube ich, auf dem Weg Richtung Norden Wir geschickt. kämpfen für euch, mein Mit Herr. einer schicken kleinen Armee. Also rekrutieren kann ich nicht, ich kann nur Söldner mitnehmen. Frage ist, will ich Söldner? Die sind halt viel schlechter als die Männer, die ich habe. Deswegen, nee, keine Söldner. Aber die Frage ist, ob wir hier nicht sowas wie die Wolke noch angreifen wollen. Denn, ja, haben wir mit dem Krieg. Getula? Getula, Lusitana und Rom, klar. Rom werden wir wahrscheinlich auch nicht so schnell den Krieg beenden können. Da hatten wir ja hier noch eine ziemlich Die üble Flotte befindet Seeschlacht sich beim in letzten Feinde. Mal. Also zumindest in der letzten Aufnahmestaffel. Der hat hier den Adler oben drüber, weil ich auf den das Kriegsziel gesetzt habe. Kann ich mit der Flotte angreifen? Ich möchte es ehrlich gesagt nicht wagen. Die haben nicht genug Unterstützungsschiffe. Das ist das Ärgerliche. Für die habe ich nicht genügend Geld für die Angriffshexere mit der heiligen Schar drauf. Die wären halt richtig. Okay, die sind auch richtig teuer jede Runde. Wenn ihr das seht, 250 Talente pro Runde. Ich würde lieber gern noch ein paar Artillerieschiffe mitnehmen. Aber da kann ich mir momentan auch nur noch eins leisten, bevor das Geld alle ist. Ich würde sagen, dann machen wir lieber Wie hier noch kann was ich an der Karthago Armee. dienen? Ich habe ja hier eine dicke Armee schon angefangen aufzubauen. Drei Elefanten. Dreimal Kavallerie. Das Ärgerliche an Karthago ist halt, dass einem die vernünftigen Fernkämpfer fehlen, finde ich. Was kosten die? Da können wir uns auch nur eine Einheit holen. Elefanten sind gerade gar keine möglich. Von denen wird man zwei kriegen. Ne, kriegt man auch keine zwei. Ist alles blöd. Wir haben einfach zu wenig Geld, Leute. Jetzt sagen wir, machen jetzt hier oben schnell die Rebellen weg und dann gehen wir in die nächste Runde.
Oder wir gucken dann nochmal, was wir bauen können hinterher. Auf jeden Fall jetzt hier endlich mal die Rebellen hier weg. Da kriegen wir Unterstützung von der Garnison auch noch. Da werden sie sich wahrscheinlich erstmal wieder zurückziehen. Wahrscheinlich so weit, dass ich sie nicht mehr angreifen kann. Doch. Was haben wir denn? Iberische Kavallerie. Ja gut, die können eigentlich so gut wie gar nichts. Die werden wir mal schnell los. Was ist denn das für ein Schlachtfeld? Was sind das bitte für ein Schlachtfeld? Werden wir gleich sehen. Wenn mein Rechner sich mal ausgeladen hat. Das Wetter ist eigentlich gut. Positionierung starten. Sieht ein bisschen eigenartig aus, das Schlachtfeld, aber egal. Treue Söhne Karthago, euren Diensten. Ihr geht mal ein bisschen nach hinten. Picken-Infanterie bereit. Ihr geht nach vorne, denn das ist ja... Balhamon hat uns gesegnet. Formation bildet. Ihr macht eine Hoplitenwand. Liebische Infanterie. Ihr macht einen Schildwall. Ihr macht eine Phalanx. Speerträger! Wir verdunkeln den Himmel. Ihr dahinter. Gebt ihnen Feuer. Ihr ganz weit dahinter. Befehle. Ihr seid das Kanonenfutter sozusagen. Die sind ja nicht gepanzert. Die iberische Infanterie. Elefanten sind bereit für die Schlacht. Die Elefanten bleiben hinten. Kavallerie. Kavallerie wird die Flanke schützen. Ich habe den Ort und die Zeit bestimmt. Der Vorteil ist auf unserer Seite. Und so verdrängt allen Zweifel aus euren Herzen. Wir werden diese Hunde vor uns hertreiben und jeden niederschlagen, der sich uns stellt. Wer von euch kämpft an meiner Seite? Wer wird kämpfen? Das klingt ja nicht überzeugt, wenn er fragt, wer wird kämpfen und dann schreien nur drei Leute. So, er kommt jetzt hier an mit seiner Kavallerie. Böse Verluste einfährt und unsere Kavallerie steht leider auf der falschen Seite. Das ist das Blöde. Deswegen müssen die Elefanten mal darüber. So. Elefanten da rein. Unser General wird angegriffen. Was macht der denn? Ach so, der ist nicht im Nahkampf. Scheiße. Jetzt kann er unsere Blenker hier weg cashen. Mehr oder weniger. Yes, geht jetzt auf den da los. Karthagische Kavallerie auch darunter. Die machen gerade meine Ballisten nieder. Das gefällt mir gerade mal so gar nicht. Gut, die Ballisten haben es aber zum Glück soweit überlebt. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ach nö, unsere beknackten Elefanten sind am Rasen. Geschosse! So, ihr geht jetzt mal da mit rein. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Und ihr ganzen Flachpfeifen, geht bitte weg.
Die haben nämlich gerade meine Kavallerie ausgeschalten, die Idioten. So, rein theoretisch müsste das gehen, dass das noch ein bisschen hier in der Range der Ballisten drin ist. Ja. Wenn sie jetzt gleich dann mal schießen würden. Na komm, schießt. Die schießen nicht. So ein Mist. Da kriege ich den natürlich auch nicht mehr. So eine Scheiße, ist der echt. Diese Rebellen da unten, die gehen mir langsam auf den Zeiger, wirklich. Die gehen mir sowas von auf den Zeiger. Jede Runde sind da wieder neue Rebellen. In Bewegung, mein Herr. Wir kämpfen für euch. Langsam wird das eigentlich nervig, vor allem wenn ich dann diese Kavallerie mal ganz verlieren sollte. Das wäre richtig blöd. Warum kriege ich auch hier keine öffentliche Ordnung in die Provinz? Wenn mir das Kaff da oben noch fehlt von den Vettonen, wie stehen die mir denn gegenüber? Hm. Sie sind nicht unbedingt meine Freunde. Sie sind im Krieg mit den... denen und denen. Ich könnte mit denen handeln, aber das will ich nicht. Eigentlich will ich die ganze Provinz Lusitania. Deswegen sind die früher oder später auch mal noch dran hier. Ich erwarte eure Befehle. Ich kann hier aber auch nichts rekrutieren. Was kann ich in das umbauen? Gut, dann steckt man da jetzt noch ein bisschen Geld rein. Dann geht die Konvertierung vielleicht ein bisschen schneller. Jetzt haben wir, glaube ich, wirklich unser ganzes Geld aufgebraucht. Wir haben hier noch einen neuen Bauplatz. Da könnte man hier dann zum Gehöft bauen. Und dann könnte man hier das abreißen. Denn ich möchte eigentlich keine Fremdgebäude mehr in meinen Städten haben. Das zieht die öffentliche Ordnung so weit runter. Ja, östliche Kultur. Was will ich mit östlicher Kultur? Ich muss diesen Tempel loswerden. Weg damit. Okay, östliches Dorf für Purpurfarbstoff. Das ist natürlich nicht schlecht, aber da braucht man natürlich Kohle dafür, das umzubauen. Außerdem ist ja das Problem mit dem Maori, dass wir mit denen ein Schutzbündnis haben. Also wir haben jetzt aber hier in Nordafrika ziemlich gewütet. Wir haben jetzt noch hier die... Wir haben jetzt noch Libyen. Und die Garamanten. Und die Massyria. Massyria sind mit uns verbündet. Und Libyen ist mit uns verbündet. Die einzigen, die wir jetzt hier noch wegplätten müssten, wären halt die Garamanten. Denn ich glaube, mit denen habe ich überhaupt nichts am Hut. Mit denen habe ich keine Handelsabkommen. Aber die mögen mich eigentlich. Aber ich kann nicht handeln mit denen, weil ich keinen direkten Verbindungsweg habe. Das ist auch ärgerlich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die nächste Runde und gucken, was passiert. Was ist mit unserer Flotte? Was machen die Römer?
Was haben die jetzt vor? Ja, der wird mich jetzt sabotieren. Solange ich da unten keine Flotte habe. Der wird wahrscheinlich versuchen, Tingis anzugreifen, möchte ich jetzt mal so behaupten. Okay, der hat Sklaven gesammelt. Ebora hat wieder eine Rebellion. Und was haben wir jetzt hier? Krieg bahnt sich an. Wir haben diese Mission erfüllt. Wir stellen uns ihm entgegen. In diesen Ländern liegt Wohlstand. Iberien wird uns reich machen und unsere Kriegsbemühungen finanzieren. Wir müssen unsere neuen Bereicherungen zusammenlegen, damit wir Rom unsere Macht... Ach, dann wird Rom unsere Macht kennenlernen, okay. Achso, wir haben 24 Siedlungen und haben kein Bonusziel abgeschlossen. Mist. Ich werde einen Weg finden oder einen machen. Iberien ist gänzlich in karthagischer Hand. Ja, das glaube ich noch nicht. Und doch bleibt Rom bestehen. Arrogant und unerschütterlich. Bereitet eure Streitkräfte vor. Haltet an eurer Entschlossenheit fest. Bald wird uns die Republik fürchten. Beherrscht 28 Siedlungen. Oh Gott, das werden wir ziemlich zeitnah schaffen wahrscheinlich. Dann kriegt man 9500. Jetzt gucken wir mal, was es da noch für Bonusziele dazu gibt. Die Hispania Citerior, okay. Gut, das mit den Seeeinheiten sollte auch kein Problem werden. Ich wollte eine zweite Flotte aufstellen. Ja, wo ist dieses Mare Sardonum? Sardom? Was? Erforscht 6 Technologien. Das, dieses Bonusziel wird man kriegen schon. Deswegen hat er mir auch 9500 schon ausgerechnet. Ja, wo ist dieses Mare Dingsbums? Das haben sie auch hier wieder nicht beschriftet in der Map. Kann man das vielleicht in der hier sehen? Nee, auch nicht. Das ist ja ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, wo dieses Meer ist. 16 Seeeinheiten sollte kein Problem darstellen. Finde ich jetzt. Dann stellen wir uns halt hier unten noch eine Flotte auf. Wir müssen eh die Noobs loswerden, die uns hier nerven die ganze Zeit. Ich würde sagen, wir bauen hier ein Gehöft in Gades, reißen in Katuba dieses Ding ab. Wir könnten auch noch einen Fischereihafen bauen, dann wäre aber unser ganzes Geld schon wieder irgendwie verjodelt. Ich will Streitmächte aufstellen. Gott, was hat der alles an Trades? Ach, der war schon mal irgendwo. Okay. Den hat man schon mal im Einsatz. Aber eigentlich möchte ich keine anderen Dynastien. Nehmen wir ihn hier. Mit... Schwere Turm Heptere. Das Ding ist natürlich cool. Ah, kostet 282 pro Runde. Aber schaut mal die Rumpfstärke an, die das hat. 1617. Na gut, wir gönnen uns das einmal. Ich möchte mal so ein Schiff sehen. Um dem mächtigen Karthago zu dienen. Ein
dann gibst du mir noch drei so Überfall-Hemiolas. Ich weiß, ich habe halt in der Provinz keinen vernünftigen Hafen, das ist das Problem. Jetzt geht hier auch unser Geld gut runter, also wir sollten doch unsere Infrastruktur mal ein bisschen ausbauen. Gut, hier sind wir jetzt schon überwiegend punisch, das ist ja ganz gut. Sagunt, bau mal aus. Ja, ganz wichtig ist, dass wir hier unten ausbauen. Den Fischereihafen, will ich den umbauen? Vielleicht in den Handelshafen? Stelle für leichte Pferde, die kann ich eigentlich nur abreißen. Und ja, der hat mich natürlich sabotiert, deswegen wurde der Tempel nicht abgerissen. Ja gut, wir bauen hier mal noch den Hafen rein. Unser Geld geht schon wieder flöten. Zu euren Diensten. Du gehst da oben in die Stadt. Der hat sich nämlich noch Söldner gekauft, so wie es aussieht. Das heißt, wir müssen Tingis verteidigen. Denn das hat keine so große Garnison. Beziehungsweise das hat so gut wie keine Garnison. Das ist das Problem. Ja, ich habe einfach bislang viel zu wenig für Infrastruktur gemacht in dieser Kampagne. Ich würde sagen, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr hattet wieder etwas Spaß beim Zugucken. So, ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Fabi.